Am Mittwoch läuft wieder eine neue Doppelfolge von Die Wollnys, eine schrecklich große Familie. Dabei steht das neu gekaufte Ferienhaus der Großfamilie in der Türkei nach wie vor im Mittelpunkt. Doch die neuen Folgen drehen sich unter anderem auch um die kleine Selina. Für die älteste Tochter von Silvana und Flo steht ein wichtiges Ereignis an. Sie feiert ihre Erstkommunion. Allerdings läuft sehr zum Leidwesen ihrer Eltern an ihrem großen Tag nicht alles rund. Silvana steht kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Währenddessen ist Silvia vor allem wegen des Umbaus ihres Feriendomizils gestresst, der sich länger zieht als geplant. Spannend wird es außerdem bei Estefania. Sie will in der Türkei gemeinsam mit ihrem Freund Ali das Video zu ihrem Lied Sommerliebe drehen. Das heißt auch, Ali wagt den Schritt in die Öffentlichkeit und wird das erste Mal im TV zu sehen sein. Bislang teilte Estefania nur wenige Fotos von sich und ihrem Freund. Wie er sich vor der Kamera schlägt und warum Silvana bei der Erstkommunion von Selina an ihre Grenzen stößt, seht ihr mittwochs ab 20:15 Uhr auf RTL 2.